Hallo zusammen, heute zeige ich euch meine Morgenroutine. Natürlich fängt eine Morgenroutine im Bett an. Sollte es auch eines sein, ich wache natürlich auf. Ich schlafe immer mit Schlafmaske, weil ich es einfach dunkel brauche. Nachdem ich aufgestanden bin, mache ich mir immer einen schwarzen Tee. Hier den Earl Grey Tee von Lidl. Den mag ich ganz gern, der ist Fairtrade. Und ein Glas Wasser. Dann geht's ab ins Bad, um das Gesicht zu waschen. Hier benutze ich ein Waschgel von The Body Shop. Das Gel lässt sich auf der Haut verteilen wie ein Öl. Und wenn man es dann mit Wasser abwäscht, ist es wie eine Milch. Anstatt mit einem Handtuch trockne ich mein Gesicht immer mit Küchencreme ab, weil ich das hygienischer finde. Am besten ist natürlich einfach so ein bisschen abzutupfen, damit die Haut noch ein ganz bisschen feucht ist. Anschließend trage ich ein Karottenöl auf von Diaderma. Ich schreibe alle Produkte, die ich benutze, in die Infobox, also guck da einfach nach, wenn mich irgendwas interessiert. Anschließend gehe ich wieder in die Küche, nehme meinen Tee und mein Glas Wasser und setze mich an den Tisch und schreibe einfach ein bisschen auf, was ich heute vorhabe. Oft schreibe ich auch so eine Art Tagebuch, einfach um so ein bisschen festzuhalten, was habe ich gemacht in meinem Leben an diesem Tag. Sonst ziehen einfach die Tage vorbei und man kann den einen Tag von dem anderen gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Und deshalb finde ich das irgendwie wichtig, so ein bisschen aufzuschreiben, was ich gemacht habe. Meistens trage ich das vom letzten Tag nach, weil ich abends einfach zu müde bin, um es am Abend zu machen. Ich finde Journaling auch einfach gut, um die Dinge, die in mir im Kopf rumschwirren, manchmal belasten mich Sachen, um die einfach auf Papier zu bekommen. Meistens bekomme ich ein wenig Hunger und esse ein Stück Obst, hier zum Beispiel Kirschen. Anschließend geht's wieder ins Bad, Zähne putzen, denn bevor ich Yoga mache, möchte ich unbedingt meine Zähne geputzt haben. Dann mache ich meinen Computer an und es kann vorkommen, dass ich 1 bis 2 Stunden auf YouTube hängen bleibe oder beim Lesen von Blogs, wie zum Beispiel an diesem Tag. Das war der Tag, an dem Tanja auf ihrem Blog gepostet hat, dass sie ihre neue Make-up-Linie rausbringt. Und da waren irgendwie einige interessante, wie auch immer. Ich war also wieder hungrig und diesmal esse ich Haferflocken mit ein bisschen Zimt. Anschließend geht es aber wirklich zum Thema Yoga. Und wie ihr seht, suche ich gerade Yoga with Adrian Digestive Flow und mache den natürlich auch. Das ist eines meiner Lieblings-Yoga-Übungen am Morgen. Ich mache diese Übung in letzter Zeit sehr regelmäßig. Dann wird endlich geduscht und in letzter Zeit benutze ich gerne das After Sun Dusch von Balea. Das riecht frisch und angenehm nach Kokos und irgendwie erinnert es mich halt an Sommer. Anschließend benutze ich die Florina Pflegelotion in der Duftrichtung Sanddorn. Nachdem ich mich angezogen hatte, habe ich schon wieder Hunger und diesmal ist es Bananeneis. Ich dachte, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mache. Ich mixe einfach die Bananen. Und heute habe ich einen kleinen Schluck Sanddornsaft dazu gemacht und es ist super lecker mit Sanddorn. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Auch auf das Bananeneis kommt ein bisschen Zimt, kann ja nicht schaden. Während ich mein Bananeneis esse, scrolle ich durch Twitter, Instagram und checke einfach aus, was die Leute, die ich abonniert habe, in letzter Zeit so gepostet haben. Manchmal gucke ich dabei auch ein YouTube-Video. Anschließend mache ich mir noch einen Tee und diesmal einen Weißdorn Herz- und Kreislauf-Tee, den ich im Sommer wirklich regelmäßig getrunken habe. Dazu mache ich gerne Salbei oder Cistus Ingwer Honig, wenn ich Halsschmerzen habe, oder diesen Yogi-Tee Lebensfreude, der war auch sehr nice. Ich mag die kleinen Sprüche an den Teebeutelzetteln von den Yogi-Tees. Während des Duschens wasche ich mir meistens nochmal das Gesicht und deshalb creme ich mich danach auch nochmal ein. Als erstes benutze ich ein Alverde Gesichtsfluid und darüber gebe ich eine Tagescreme. Heute benutze ich die Mandelfeuchtigkeitspflege von Bedelar. Bevor ich mit meinem Make-up beginne, prime ich mein Gesicht und das ist hier dieser Pore Refining Primer von Catrice. Anschließend benutze ich meine Bourjois CC Cream in der Farbe 31. Dann geht's weiter mit den Augenbrauen. Wie immer benutze ich den Lidschatten Starlight Expresso von Catrice dafür. Für die Augen benutze ich meine Naked 2 Palette von Urban Decay. Hier nehme ich einfach ein bisschen Suspect für das ganze Lid und nehme anschließend mit einem Pinsel einen dunkleren Ton für die Lidfalte und für unter das Auge. Ich glaube, diesmal war es Tease. Gerne auch entlang der Wimpern. Dann wird das Ganze schön verblendet. Blend, 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 blend. Dann curle ich meine Wimpern. Zum Tuschen benutze ich meinen Maybelline Sensational Mascara. Der ist ganz in Ordnung. Dann konturiere ich mein Gesicht ein wenig mit meinem Maybelline Master Sculpt, das ich aus England habe. Ich denke nicht, dass es das im Moment hier in Deutschland gibt. Das trage ich mit einem Real Techniques Contour Brush auf.
schön unter den Wangenknochen und ein wenig an den Stufen und auch etwas entlang des Kiefers. Anschließend benutze ich meinen Rimmel Blush in der Farbe Pink Rose. Wie gesagt, ich schreibe nochmal alle Produkte in die Infobox. Dann benutze ich meinen Honey Bronzer von The Body Shop mit einem Blue Fiber Brush. Das trage ich auf den Wangenknochen auf und halt überall, wo die Sonne mich natürlicherweise treffen würde, also auf der Nase und ein bisschen auf den Wangen. Dann habe ich doch tatsächlich vergessen, Concealer zu benutzen. Den trage ich natürlich jetzt im Nachhinein auf, weil meine Augenringe einfach ein wenig zu stark ausgeprägt sind. Dann nehme ich einen Buffing Brush und buffe einfach alle Produkte, die ich auf meiner Wange habe, in meine Haut, weil ich manchmal finde, dass das ein wenig ungleichmäßig aufgetragen ist und das Buffing hilft einfach, um die Produkte natürlicher aussehen zu lassen. Ein wenig wie Verblenden am Auge. Dann trage ich einen Highlighter auf, der ist auch von Catrice. Für die Lippen nehme ich meine Revlon Lip Butter in der Farbe Tutti Frutti. Die Farbe habe ich in letzter Zeit relativ häufig benutzt. Und dann geht's an die Haare. Heute habe ich beschlossen, einen Seitenzopf zu machen. Ich teile also meine Haare zu einem Seitenscheitel ab und mache einen Französenzopf von oben herab. Man nimmt halt immer eine Strähne von vorne und eine Strähne von hinten und nimmt sie zum bestehenden Zopf bzw. zu den bestehenden Strängen hinzu, bis man alle Haare integriert hat. Hinten flechte ich einfach ganz normal weiter und fixiere das Ganze dann mit einem kleinen elastischen Gummi. Dann ziehe ich den Zopf ein bisschen auseinander, damit er ein wenig voluminöser wirkt und nicht so eng, sondern schon ein bisschen getragen. Ich bin ziemlich zufrieden damit, weil ich sonst nicht so häufig meine Haare flechte. Accessoires sind eigentlich nur meine Uhr und diese Kette. Ich habe dann beschlossen, mich nochmal umzuziehen und habe jetzt ein blaues T-Shirt, meine Palmkrauthose, Tamaris-Schuhe, meine New-Look-Jeansjacke und einfach meinen Rucksack zu nehmen. Ja, und so würde ich erstmal ausgehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn das der Fall war. Checkt auch mein letztes Video aus, das war ein Vlog. Ich habe einige Vlogs hochgeladen in letzter Zeit, also checkt die einfach aus, wenn euch dafür interessiert, was ich so in meinem Leben mache. Meistens irgendwie Essen, habe ich das Gefühl. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Darüber würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!